Schon wieder am Süffeln, Junge. Alter. Tut mir leid, Mann. Ich nehme hier auf für die Zuschauer. Ach ja, die Zuschauer. Hallo. Hallo. Ihr seid auch schon da. Willkommen zurück zu Zacket. Habe ich gar nicht bemerkt. Ja, letzte Folge, also gestern, hatten wir ja erklärt, dass ja die letzte Aufnahmesession für den Arsch war. Und uns fallen jetzt immer mehr Dinge ein, die wir euch vergessen haben zu sagen. Jetzt zum Beispiel, dass wir uns noch ein kleinster Omega gemacht haben. Genau. Das ist die doppelt bessere Version von dem Kleinstar 4, den wir vorher hatten. Es kommt Kleinstar 1, Kleinstar 2, Kleinstar 3, Kleinstar 4. Dann kommt der Kleinstar Spectre und dann kommt der Omega. Genau, der hat Und 25 Millionen EMC. genau. Für die harten. Ja, für die richtig harten. So, dann habe ich eine Pumpe, Solar Panels. Ich brauche noch ein bisschen Wire. Und dann kann ich auch schon anfangen mit Pumpen. Ich baue mein Bierkellerwatch. Okay. Das war ja mal so klar, dass wir keine Ver. Doch, haben wir sogar. Wir haben sogar noch welche. Hey, was denn? Kabeln. Kabeln? Kabeln. Dann lasse ich nämlich gleich mal den See auspumpen. Mach das. Und ich hätte. Ah, ich habe sogar Bricks dabei. Passt. Perfekt. Aber jetzt habe ich noch was vergessen und zwar einen Wrench. Oder Screwdriver. Sonic Screwdriver, Alter. Ja, und falls ihr wisst, wie man Hops schneller macht, dann sagt es uns bitte. Wahrscheinlich gibt es irgendein Crafting Recipe aus Yu-Yu Matter. Da wette ich mit dir. Und wehe, die lassen sich nicht. Also wehe, die haben kein EMC. Dann, ja, dann. Haust du sie? So, was brauche ich den? Ich glaube, ich brauche den Screwdriver. Werden wir gleich sehen. Lol, warum sind da Löcher? So, das Wichtige ist, wenn ihr solche Pumpen habt, immer ganz genau schauen, dass auch ja überall zugebaut ist, weil sonst pumpt ihr euch die ganze Welt voller Wasser. Und das ist eher suboptimal. Es sei denn, ihr wollt es. Gut gesagt. So. Dann kommt die Pumpe mal hier hin. Aber jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich wollte mit mir noch mehr Mustdown machen. Mustdown! Mustdown. Yay! So, die Pumpe steht jetzt zum Beispiel mal falsch. Die fette Seite muss dahin zeigen, genau. Bam, Alter. Bring noch die Bedbox. Eine Lever. Solange es nur ein Lever ist und keine Leber. Aber was? Tja, random Stöhner, du kennst mich doch. Ach, das stimmt. Das stimmst du immer wieder gerne. Und bam, dürfte eigentlich gehen. Perfekt. Lass das direkt Perfekt. anfangen zu pumpen. Oder auch nicht. Ah, schau, jetzt hat er Power. Das heißt, wenn ich jetzt hier drück, dann hat's noch nicht genug Power. Well, you just fucked it up. Aber ich. Power. Ich hasse diesen Blue Electric Power. Warum können die nicht einfach Industrial Crafters so dafür benutzen? Das weiß ich nicht, Mann. Warum habe ich kein Cuboid? Weil du sonst viel zu viel anrichten würdest. Also jetzt pumps.
dürfte da gleich Wasser rauskommen. Ja, theoretisch. Oh, das funktioniert. Ich habe ein Yay. Monster erschaffen. Doch, wirst du sehen. Nee, ich bin gerade noch beim Cobblestone abbauen. Okay. Es ist gerade so spannend. Alter Mann. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Tja, einmal ist immer das erste Mal. Und wie schnell das geht. Das einzige Problem könnte sein, dass wir gleich die ganze See leer pumpen. Und Och. dann so hässliche Waterbugs haben. Ach, scheiß drauf. Na, hier sieht man schon ein bisschen. Ich mag Waterbugs. Einzige Nachteil an dem Teil. Naja. So, ich hole mir nochmal schnell den Ring of Eternal Condensing oder wie man da heißt. Und zeige euch, was ich damit letzte Folge gemacht habe. Er wird es Vorletzte. euch demonstrieren. Genau. Und zwar gibt es diesen Gem of Eternal Density. Den können wir jetzt in unser Alchemical Bag legen. So. Und dann können wir da noch das Black Hole Vent reinlegen. Und das heißt jetzt, alles wird hier reingezogen und gleichzeitig noch condensed zu was Besserem. Das heißt, wenn ich jetzt. Oh, jetzt wurde es zum Beispiel aufgesammelt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Wenn ich jetzt mein Morningstar auf Vollcharge mich irgendwo runtergrabe und ganz viele Rechtsklicks spam, dann habe ich eine Menge Zeug. Dass wir dann kondensen können, weil wir nichts zu tun haben. Genau. Ich glaube, hier war irgendwo das Loch, was ich letztens gemacht habe. Egal, ich grabe mich einfach nochmal nach oben. So, jetzt mache ich hier mal Rechtsklick, bam. Und schon habe ich hier mal Chemical Bag. Alle Ressourcen, das gleichzeitig kondensiert wird. Übelst cool. Tada. Warum kondensiert das nicht? Gott, wir sind gerade so still. Was laberst du? Ich bin gerade so still. Warum bist du gerade so still, Simon? Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es einfach nicht. Es geht nicht anders. Wir machen dann nächste Folge weiter, wenn ich mich beruhigt habe. Wenn die Depressionen aufgehört haben. Hab keine Depressionen, Mann. Das sind Freuden. Das Nein. sind Freuden. Ach, Attacket macht uns fertig. Ja. Ach ja, wo wir gerade so wenig zum Sprechen haben, was sagt ihr eigentlich dazu? Oder wir sind ja bald bei Folge 100. Genau. Und wir wollten euch mal fragen, also wir haben schon ein paar Vorstellungen, was wir machen könnten, aber wir wollten euch einfach mal fragen, Aber ob. die sind alle von Raffi, also sind sie alle scheiße und das. Nein, nein, aber Wir wollten euch einfach ihr mal könnt. fragen, ob ihr irgendwelche nicht Fragen habt, Vorstellungen oder sowas. Würden wir uns darüber freuen, könnt ihr in die Kommentare schreiben und vielleicht seid ihr der nächste Vorschlag, den wir nehmen. Was Boah. wolltest du uns sagen? Nein, ich wollte gar nichts mehr sagen. Ich wollte das sagen, was du gerade gesagt hast. Okay. Holy shit, so viel Lava. Oh Außerdem mein wollte ich Gott. jetzt, außerdem wollte ich jetzt ein Eis. Ein Eis wäre jetzt echt nicht schlecht. Boah, oder ein Happy Meal, Alter. Alter, ein Happy Meal. Könnt mir bitte einer ein Happy Meal in die Kommentare schreiben? Apropos Kommentare, wie wär's mit der Kommentarfrage? Oh mein Gott, eine Kommentarfrage? Nein. Na doch, doch machen wir eine. Lass mich nur kurz rausgraben. Da, la, 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 la. Ihr habt wahrscheinlich die ganze Zeit nichts gesehen, aber ihr werdet gleich sehen, was ich gemacht habe, wenn ich in meiner Chemical Bag schaue. So, oh mein Gott, ich bin unter Wasser rausgekommen. Yay. Oh nicht, ey. Und zwar, wenn ich jetzt hier in meinem Chemical Bag schaue, sehe ich eine Menge Ores und ein Red Matter. Und 9 Diamonds. Nein, 12. Was richtig geil ist, einfach mal so in ein paar Minuten. So, also Nutzerfrage.
Kann ich die anderen mal wegstreichen, die wir letzte Frage beantwortet haben? Und zwar von Minecraft Olis LP. Kommentarfrage: Was haltet ihr von der Umweltkatastrophe Sandy und was würdet ihr in dem Falle tun, wenn das bei euch geschehen würde? Wäre nett, wenn ihr, warte, antwortet. Doppelpunkt D. Also, so viel habe ich jetzt von Sandy nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass ja, alles, dass dieser Hurricane alles kaputt gemacht hat. Und naja, kaputt machen ist nie gut. Also, keine Ahnung, ich beantworte eigentlich Kommentarfragen relativ seriös meistens, aber da kann ich euch jetzt keine seriöse Antwort geben. Wenn sowas jetzt bei uns passieren würde, sowas kann bei uns nicht passieren. Und zwar, Hurricanes nicht. Tsunamis könnten bei uns passieren. aber Also so richtig. zweitens, das muss man noch dazu sagen, dass in Amerika viel aus Holz gebaut sind, die ganzen Häuser und so. Das Nicht heißt, nur aus Holz, die Häuser haben keinen Keller, ja, die Wände erstens sind das. viel dünner. Das heißt, bei uns wäre das bei weitem nicht so eine Katastrophe, wenn ein Eben. Sturm durchziehen würde. Weil Ja. Deutschen einfach viel sicherer bauen und so. Einfach viel cooler sind. Ja, echt. Gleich widersprichst du. Du hast mir gerade gar nicht widersprochen, als ich gesagt habe, dass die Deutschen cooler als die Amis sind. Ja, ich bin ja auch kein Ami-Profi. Ja, aber normalerweise sagst du immer, dass die Amis cooler sind. Sind ja auch cool. Aber im Häuser bei uns sind die Deutschen cooler. Das ist gut. Ja gut, die Amis fahren auch Häuser durch die Gegend. Ja, stimmt. Mal kurz schlafen gehen. Können wir machen. Ich habe gerade Ich irgendwie bin ja so. gleich neben dem Schlafzimmer. Ich habe gerade irgendwie so 3 Stacks Eisen oder so gemeint. Alter, du Harter. Da hat aber einer sich angestrengt, würde ich Nein, sagen. eigentlich ja nicht, aber. Ja, was sag ich zu Sandy? Ja, ziemlich schlimm, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall sage ich auch, das ist nicht Aber ohne. das, ich war ja ein bisschen in Amerika und da ist es meistens so, dass die Hurricanes nie so wirklich an der Ostküste sind. Also die gehen eher so an Florida vorbei, dann in den Golf von Mexiko und so. Deswegen ist auch, sind die Leute in Florida und so und in New Orleans auch mehr vorbereitet als die in der Ost. Verdammt, Küste. Und deswegen ist es halt, wenn da ein Hurricane mal hochkommt, eigentlich ziemlich viel schlimmer als in den anderen Gebieten. Hast du gehört, dass es erst Jersey Shore getroffen hat? Das ist was? Jersey Shore kennst du nicht? Nein. Egal. Okay. Erklär's mir! Nee, passt schon. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ja, genau, ich wollte wegen Seed schauen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe hier vorher gerade lila Netherwurzeln hingepflanzt und die sind jetzt rot geworden. Da flug. Das heißt, sie hatten eine schwule Phase und haben sich dann doch bekehren lassen. Ja, oder sie müssen. Kann es sein, dass die Nether sein müssen? Das kann gut sein. Das hatten wir doch schon mal das Problem, dass die bei uns nicht gewachsen sind. Ja, das war ja Minecraft Original. Also Stimmt. Vanilla. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Genau, wenn ihr irgendwas wisst, wie, pff, keine Ahnung. Wie man Raffis Charakter erklären kann und nein. Ja. Ja. Naja. Alter Schwede. Wir haben fast schon eine ganze Schicht von dem Seher weggepumpt. Warte, warte, warte. Ich sollte. Irgendwas sollte ich von Wolf sagen. Hier. Das fällt mir gerade ein, das hatte mir schon vor 2 Wochen oder so gesagt. Was? Wolf? Ach ja. Genau. Weil Wolf ja die unter anderem auch die Facebook-Seite betreibt. Ja, genau. Das wissen vielleicht ein paar Leute nicht. Wolf ist da auch Mitglied. Oder besser gesagt, er ist sogar Ersteller. Er ist der Admin, ja. Ja, Der genau. Coole. Und eigentlich, also er schaut sich auch alle Fragen und so an, aber wenn jemand zurückschreibt, dann bin meistens ich das. Also Wolf lässt da meistens die Finger von. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr mir auf Facebook eine Frage stellt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es ich beantwortet habe. Und noch kurz was zu Facebook. Viele haben sich ja gefragt, letztes Mal, wo bleibt die Folge, die neue? Steht alles auf Facebook. Das heißt, ihr müsst einfach nur auf Facebook liken, wenn ihr einen Account habt und dann seid ihr immer informiert und wisst, wann die nächste Folge kommt, wann eine gekommen ist, warum keine kommt und alle möglichen Infos. So, was wolltest du Genau. sagen?
Was ich sagen wollte, und zwar, weil Wolf sich beschwert hat, oder nicht beschwert, er hat sich nicht beschwert, sondern er hat mir gesagt, dass immer wieder Leute halt fragen, ob sie mitspielen dürfen. Oh ja. Ja, das ist die alte Leier bei uns. Wir haben das einmal gemacht, dass Leute, also dass Abonnenten mitgespielt haben. Das war aber auch ein extremes Special und es war auch nicht viel. Und das haben wir auch nicht aufgenommen. Ja. Also Aufnahmesessions, nee, also wir stellen diese Tacket-Welt auf jeden Fall am Ende zum Download frei, wenn wir irgendwann fertig werden sollten. Aber wir mitspielen, nee, bei einer Aufnahmesession wirklich nicht. Also allerhöchstens ganz, ganz, ganz vielleicht mal, dass wir mal privat mit irgendwem spielen für ein Special oder so. Aber jetzt so für die Aufnahmesession definitiv nicht, damit diese Frage mal allgemein beantwortet ist und diese Frage auch nicht mehr so oft kommt. Genau, hast du gut gesagt, Simon. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß, Mann, du bist immer stolz auf mir. Alter, heute in Physik war ich stolz auf mir. Warum was war da? Alter, weiß es nicht mehr. Nein. Vor uns, Mann. Ach so. Ja, das war aber Teamwork, Mann. Alter, Endhals. So, hier füllt sich langsam der Darm mit Verdauung. Nein, mit Wasser. Und wir haben ja. Alter, die Pumpen sind so zerstörerisch. Zerstörerisch inwiefern? Ja, das ist das ganze Wasser, wo rauspumpen. Der See nebenan, der hat schon fast eine ganze Schicht verloren. Das heißt, wenn du mal irgendwo Wasserprobleme hast, dann können wir das dahin tun. So, jetzt brauche ich erstmal Eine kleine Pause. eine kleine Pause, wäre nicht schlecht, genau. Ja, also verabschieden wir uns hiermit von euch, von dir, egal wie ich. Ja, ganz genau du, der gerade auf den Bildschirm schaut. Ganz Genau. genau du. Der, so wie der IKEA-Sprecher, der macht das auch immer. Du. Genau. Naja. Ja, bis zum nächsten Mal. Du. Auto.